Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Gerade kam der Postbote und hat hier was Schönes vorbeigebracht. Ich hole euch mal so ein bisschen rum. Ich musste deswegen meine Frau mal kurz wegschicken, damit die das nicht mitkriegt. Denn ich habe was Schönes gekauft. Hier sind zwei Tüten drin, zwei Kartons sind hier drin und so ja was. Um die Ringgröße zu messen. Das ist Standard mit dabei. Also das ist immer mit dabei, wenn ihr was bestellt. Ich habe nämlich Ringe bestellt. Wartet mal, ich muss mal die Kamera hier irgendwie ein bisschen besser machen. Das nervt mich gerade so ein bisschen. Ich habe Ringe bestellt für mich und meine Frau. Weil ich hatte ja damals schon Ringe bestellt und sie passt momentan in ihren nicht mehr rein. Das sind, oh, ich zeige euch die mal. Also die ich bestellt habe, sind von dem gleichen Hersteller, wo ich die bestellt habe. Wartet mal. Das ist der hier. Sieht man das? Ach Mann. Die Kamera will sich nicht einpegeln. Ja, das ist hier oben. Ist es glatt. Unten ist es matt. So sieht das vielleicht ein bisschen besser. Und hier steht was drauf. Da kann man sich aussuchen, was da drauf stehen will, soll. Und auch die Schriftart. Und innen drin steht dann auch Name von mir, Name von meiner Frau. Habe ich dein Herz auch hingemacht? Genau. Mein Name und dann der Name meiner Frau, dann ein Datum und ein Herz. Und ich glaube, am Anfang hatte ich auch ein Herz, oder? Genau, und am Anfang auch ein Herz. Das ist, ja. Und mir passt da halt noch. Und hier vorne das. Dann könnt ihr, da könnt ihr euch auch aussuchen. Da steht dann bei mir eine Hälfte und bei ihr eine Hälfte. Bei mir steht eine Liebe, ein Leben lang und bei ihr steht, glaube ich, eine Liebe oder an deiner Seite und bei mir ein Leben lang. Und weil ihr der Ring ja nicht mehr passt, habe ich mir neue ausgesucht. Den Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Und dann konnte ich mich nicht entscheiden, welchen. Weil meine Frau hat da so einen komischen Geschmack oder expliziten Geschmack. Der war ihr jetzt zu dick, hat sie gesagt. Und deswegen habe ich diesmal was Dünneres genommen. Und dann dazu noch so ein, zwei so eine Herzetuis, weil einen Ring soll sie jetzt bekommen, weil sie jetzt momentan, wie gesagt, unseren nicht mehr tragen kann. Da kann man dann so aufmachen, da seht ihr das, und dann kann man da den Ring so reinmachen. Das werden wir auch gleich machen. So, machen wir das erstmal wieder zu. Und hier genau das Gleiche. Ich habe mir einen für jetzt gedacht und einen für nach der Geburt. Also den muss ich so wegpacken, dass er das nicht findet. Wobei, das kommt ein bisschen. Ja. So, haben wir einmal. Ich packe die erstmal aus, dass ich die euch dann besser zeigen kann. So, und dann das zweite Mal. Ich guck mal, genau, die habe ich jetzt ausgesucht. Wartet mal, dann müssen wir das hier erstmal aufmachen. Die sind nur von innen diesmal beschriftet und nicht von außen. Die haben auch richtig klasse Ringe. Die haben auch schwarz-weiße Ringe. Aber ich weiß, dass meiner Frau schwarz nicht gefällt. Und deswegen war das halt schwer, was zu finden. Und dann haben sie auch noch Silber mit Bronze und sowas alles. Aber die waren alle zu dick. Und meine Frau wollte halt diesmal was Dünneres. Die hat jetzt hier, seht ihr das? Der ist jetzt verdünnert. Der ist jetzt 4 mm dick. Ich werde euch die Ringe auch unten runter verlinken. Und der hat hier komplett Steine ringsherum, also nicht nur oben so ein bisschen, nee, der hat hier komplett ringsherum, hat der so kleine Steinchen drin, die sind alle so weiß. Und der ist hier so ein bisschen matt gehalten. Ich werde euch mal noch mehr ranholen. Also das nervt mich jetzt hier gerade mit der Kamera. Ich werde auch noch Fotos machen und die bei Instagram teilen. Aber jetzt seht ihr, der ist so ein bisschen matt, ja? Und lauter Steine. Und innen drinnen kann man das sehen. Da steht auch was. Da steht halt auf ihrem Ring mein Name und dann ihr Name und auf meinem Ring hoppala, steht ihr Name, dann mein Name und ein Datum. Und meiner ist dann halt auch so matt. Ja, seht ihr das? Innen drin glänzend, außen, wartet mal, so. Und jetzt pegel ich ein. Ja, und hier ist dann halt so ein bisschen matt. Den werden wir als erstes wegpacken. Dafür nehmen wir uns ein Etui. Da ist so ein Salzkissen auch drin, dass das halt hier nicht feucht wird oder so, falls Luftfeuchtigkeit da sein sollte.
Und da machen wir die dann so rein. Und den kriegt sie heute. Den packe ich mir auch gleich mal hier beiseite. Und dann packen wir mal das nächste Etui aus. Das lasse ich aber noch im Karton drin, damit das nicht, mit Karton kann man es besser verstecken. Das fällt nicht so auf, wenn das irgendwo steht. Und so ein Etui, das sieht die ja gleich. Deswegen gibt es das erstmal so. Die zweiten Ringe, die gefallen mir so ja auch noch ein Stück besser als die, die ersten, die ich ausgewählt habe. Aber ich dachte halt, die sind so ein bisschen was schlichter, aber auch schön. Die gibt es aber auch in glänzend. Und die zweiten, die ich ausgesucht habe, ich zeige euch wieder erst den von meiner Frau. Der ist teilweise glänzend. Wartet mal, so, komm, pegel dich ein. Teilweise glänzend und teilweise matt. Seht ihr das mit der Linie? Die Linie ist auch nicht gerade rum. Die ist so ein bisschen eierig, das soll auch so sein. Und auf der anderen Seite fängt es dann halt unten an matt zu sein und oben glänzend. Ja? Und hier ist auch kein Ring. Kein Ring. Hier ist kein Stein mit drin. Der ist halt auch schlicht, aber halt, ich finde es mit diesen Abwechslungen glänzend, matt, finde ich richtig schick. Und bei mir ist es natürlich genau das Gleiche. Ja, glänzend, ihr seht ja, die Übergänge, eine Seite glänzend, eine Seite matt und dann die Eierlinie, die hier so quer rüber geht und sich das dann abwechselt. Ich werde auch auf Instagram Fotos machen. Die werde ich euch dann natürlich online schalten. Also könnt ihr dann gucken. So, die haben wir dann nämlich da drin gepackt und die kommen dann nämlich so weggepackt. Die kann ich nämlich in meine Sockenschublade, da guckt die sowieso nicht nach, drin machen und so, dann fällt das nicht auf. Und die kriegt sie zur Geburt unserer Tochter. Also übernächsten Monat. Mitte Dezember ist es ja soweit. Da kriegt sie denn die. Und die kriegt sie jetzt. Nee, Quatsch. Ja, die kriegt sie heute nachher von mir. Dann hat sie wieder Ringe. Hat sie einen Ring, der, wo sie reinpasst. Weil ich habe beim letzten Mal, wo ich die bestellt habe, habe ich mich mit der Größe so ein bisschen vertan. Also sie passt zwar rauf, aber runter kriegt sie nur, wenn sie Flutschi oder Seife oder Wasser oder irgendwas drauf macht, dann kriegt sie ihn ab. Sonst kriegt sie nicht ab. Und diesmal habe ich darauf aufgepasst, dass die ein bisschen größer sind. Ich habe mir einfach einen Ring genommen, den sie, wo ich weiß, der ihr passt und habe das ausgemessen und habe den dann angegeben beim Bestellen. Ja, clever muss man sein. So, ich will euch die nochmal, warte mal. Die glänzenden, ich versuche mal, dass ich die glänzenden vielleicht noch mal zeigen kann für euch ein bisschen besser. So, weil mit diesem Etui jetzt kommt das ja ein bisschen besser. Da seht ihr das mit dem Schatten vielleicht ein bisschen besser. Die Linie sieht jetzt ein bisschen dicker aus, als sie ist, die hier so rüber geht. Ja, da seht ihr das so ein bisschen, genau. Und wenn ich das jetzt hier drehe, so, dann seht ihr das. Also die Linie geht praktisch über den Ring so und mal ist oben matt, unten glänzend, dann oben glänzend, unten matt. Das wechselt sich halt ab und das sieht richtig, also vom Spiel her sieht das richtig, richtig geil aus. Gefällt mir persönlich richtig gut. Also ich muss sagen, ich habe da gute Ringe ausgesucht. Ich bin mal auf euer Feedback gespannt, was ihr sagt. Einfach in die Kommentare posten, wie euch das gefällt. Ich brauche keine Angst haben, dass meine Frau die sieht. Die hat kein Instagram. Deswegen kann ich das posten, ohne dass sie das mitkriegt. Ich werde jetzt nochmal Fotos davon machen und die bei Instagram teilen. Oder ich werde sie morgen teilen, wenn ihr das Video seht. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Vielleicht werde ich werde mal mein Instagram werde ich mal unten drunter verlinken. Denn auf Fotos kann man das vielleicht ein bisschen besser sehen, wie die aussehen vom Optischen her. Und der Matte und der Glänzende, dass der Teil glänzend, Teil matt ist. Also ich denke mal, das kann man dann auf Fotos ein bisschen besser sehen. Hoffe ich jedenfalls. Dann würde ich jetzt hier einen Cut machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen, würde mich sehr freuen. Den Link, wo ich bestellt habe, den packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Die haben auch noch andere Ringe. Die haben etliche Ringe, breite, dünne, alles mögliche. Oh, die Breiten müsst ihr euch angucken, die mit Kupfer. Oh, richtig cool gemacht.
Aber das weiß ich, dass meiner Frau das nicht gefällt, weil die ja so dick war und meine Frau wieder so dick und so, die will lieber was dünneres. Die sind jetzt 4 mm dick, beide. Der ist, glaube ich, was habe ich da bestellt? 6 oder 7 mm. Der war, glaube ich, 7 mm, der hier. Ja, der ist 7 mm und sie wollte unbedingt was dünneres. Und deswegen habe ich diesmal darauf geachtet, dass ich was dünneres nehme. So. Ach, die haben Edelstahl, Silber, Gold, Keramik haben sie, glaube ich, auch. Guckt einfach mal rein, packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie ihr sagt, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr sagt, die sehen toll aus, würde ich mich auch über ein Feedback freuen, was ich da für einen Geschmack habe. Ich bin mal gespannt, was meine Frau gleich sagt. Ich bin dann jetzt mal weg. Wir sehen uns im nächsten Video. Checkt mein Instagram, packe ich euch unten rein. Da könnt ihr dann die Bilder von den Ringen vernünftig sehen. Die werde ich jetzt sofort machen. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.